Die Firma Lebbalkone ist Marktführer am Sektor Balkone und Zäune aus Holz und Aluminium. Wir fertigen sämtliche unserer Produkte hier am Standort. Uns zeichnet eine besonders hohe Fertigungstiefe aus, das heißt von der Planung über den Zuschnitt, über die mechanische Bearbeitung bis hin zur Pulverbeschichtung werden sämtliche Fertigungsschritte bei uns hier im Haus durchgeführt. Balkongeländer haben neben ihrer ästhetischen Funktion vor allem die Funktion einer Absturzsicherung und müssen daher bestimmten Belastungen standhalten. Um jetzt zu testen, ob so ein Balkongeländer den im Gebrauch üblichen Belastungen standhält, hat man den sogenannten Pendelschlagtest entwickelt. Dabei wird ein Gewicht mit 50 Kilogramm aus einer bestimmten Höhe auf das Geländer fallen gelassen und so der Aufprall eines Menschen am Geländer simuliert. Wie man bei der Durchführung der Tests gesehen hat, ist bei Glasbalkonen die Glasgüte von entscheidender Bedeutung. Ebenso war zu sehen, dass Zäune, die als Absturzsicherung verwendet werden, diese Anforderungen ganz klar nicht erfüllen. Weiters war zu sehen, dass Lebbalkone die Tests ohne Probleme bestehen und daher für die Anforderungen als Absturzsicherungen bestens geeignet sind.